Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Transport Fever 2. So, dann lasst uns mal anfangen, am besten mit der Kampagne. Die Menschheit bringt laufend neue, großartige Erfindungen hervor. Habe Teil am rasanten technologischen Fortschritt und stelle den reibungslosen Transport in verschiedenen Regionen der Welt sicher. Ich werde mein Bestes geben. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen mal mit Römisch 1 an. Amerika mitten im 19. Jahrhundert. Im Territorium von Nevada, wo unlängst bloß eine Handvoll Büffel graste, herrscht neuerdings rege Betriebsamkeit. Jenseits der Sierra, nahe des Carson River, ist Gold gefunden worden. Gold? In rauen Mengen soll es vorhanden sein. Man braucht es nur auszubuddeln. Wer hart genug schuftet, wird reich belohnt werden. Welch glänzende Gelegenheit. Ja, das klingt doch super. Starten. Amerika mitten im 19. Jahrhundert. Im Territorium von Nevada, wo unlängst... Hey, der sagt ja nochmal das Gleiche. Ach, was für ein herrlicher Tag in Transport Fever 2. So. Willkommen im Neuland, Neuling. Dankeschön. Auch dir willkommen, Sprecher. Du willst reich werden? Natürlich. Man muss ich tun. Dann bist du hier goldrichtig. Na, dann habe ich ja Glück. In Virginia City herrscht Goldgräberstimmung. Und du, Glückspilz, hast beim Pokern im Red Dog Saloon die Schürfrechte für einen vielversprechenden Claim gewonnen. Dann her mit meiner Goldmine. Schon bald wirst du Goldklumpen so groß wie Katzenköpfe zutage fördern. Leider nur im Spiel. Dank Cleverness und Kartenglück nennst du eine Goldgrube dein eigen. Die vormalige Besitzerin, ein Saloon-Mädchen namens Susie, das offensichtlich ganz miserabel Poker spielt, hat bereits erste Vorarbeiten veranlasst und praktischerweise auch gleich die nötigen Gerätschaften dagelassen. Jetzt musst du die Mine bloß noch finden. Ich glaube, das kriegen dir wir einen hin. Überblick und finde heraus, wo die Schätze schlummern. Hui. Und Kamera bewegen. Kamera neigen. Ja, das kriegt man doch hin. Also das ganze Spiel. Eingang zum Stollen auf. Findet auf so Karten statt. Die Kampagnen habe ich jetzt noch nicht gespielt. Aber freies Spiel noch unnöcher. Also diese Mission habe ich hier schon mal gespielt. Weil das Spiel ansonsten ein bisschen kompliziert für mich war, aber ich mag das ja, sieht halt ein bisschen dämlich aus hier am Rand, aber darum geht's nicht im Spiel. Und was ich besonders mag, ist die Modding-Community. Also ihr habt es am Anfang vielleicht schon gesehen, Steam Workshop direkt eingebunden, das ist wunderbar und die Modder sind klasse, was die alles hinzugefügt haben. So, wir müssen unsere Mine finden, da ist sie doch. Einmal draufdrücken, nur die Information am Rande. Welch vielversprechender Claim. Noch wurden zwar erst ein paar Felsbrocken zutage gefördert, doch kein Grund zu verzagen. Da muss einfach noch tiefer geschürft werden. Ja, ich hoffe. Damit der schöne Schacht nicht einstürzt, solltest du ein paar solide Holzbalken vom nahen Wald heranschaffen. Damit lässt sich der Stollen vortrefflich stabilisieren. Errichte eine Station, wo die Pferdekarren mit Baumstämmen bepackt werden können. Ja. Im markierten Bereich. So, wie ging das jetzt nochmal? Ach so. So, und da schlägt mein Symmetriezwang wieder ein bisschen. Es muss schön aussehen. So, das dem etwas ist halbwegs schön. Kutscher, welchen Weg er nehmen soll. Neue Linie. Können wir natürlich auch eine Farbe festlegen. Normalerweise hätte ich hier jetzt einen Mod drin, der alle Farben ermöglicht, aber aktuell nicht. Nun muss noch ein kleines Fahrzeugdepot für die Pferdekarren her. Natürlich, natürlich. Ein Depot. Straßenfahrzeugdepot. Und das muss natürlich auch schön platziert werden, sodass die Straße nicht unnötig schief wird. Alles ist bereit. Mist. Jetzt das ist jetzt nur nicht noch so schön. Karren für den Holztransport auftreiben. Fahrzeuge kaufen. Eine Pferdekutsche. Die kann nur Personen transportieren. Und zwar 4 Stück. Oder hier so ein Pferdefuhrwerk, ein amerikanisches Gütetyp.
Baumstämme, kann auch 4 Baumstämme transportieren. Ein solides Gefährt. Der Transport kann beginnen. Ja, dann müssen wir es noch der Linie zuweisen, würde ich mal sagen. Das machen wir einfach hier. Linie 1. Bald schon lässt es sich tiefer schürfen. Na, dann Glück auf. Ja, so, wo sind denn meine Fahrzeuge? Linie 1, Fahrzeuge in Linie 1. Obwohl, ich will die Linie Holz, Schor, Goldmine. So. Warte, bis der Pferdekarren die Baumstämme zur Mine geliefert hat. Das können wir, glaube ich, noch beschleunigen hier unten. Na, wo ist er denn? Ja, der kommt da. Ich glaube, wir können sogar an Bord mit ihm sitzen. Ja, gibt es irgendwo ein Kamerasymbol? Fahrzeug ins Depot? Nee. Ich dachte, wir könnten das irgendwie... Bei Zügen geht es auf jeden Fall. Hier sehe ich es gerade nicht, aber muss doch bestimmt gehen, dass man die beäugt. So, und da hoppelgaloppelt er zur Mine und alles wird schön schnell. Können natürlich auch ihm langsam zusehen. In Spitzengeschwindigkeit mit 2 PS zum Abladedepot. Nee, wir machen das schon schneller. Und ein paar mehr Pferdekutschen wären auch hilfreich. Na, komm schon. Hast du überhaupt was geladen? Ja, 4 von 4 hast du geladen. Das ist doch schön. Ah, hier ist das Kamerasymbol. Das ist nicht alles Gold, was glänzt. Vielleicht war deine Pokerpartnerin gerissener, als du dachtest. Aller Mühsal zum Trotz fördert die Mine nur ein paar Brocken Silbererz zutage. Mist. Am besten du wirst sie los, bevor sie dich noch ruiniert. Erfreulicherweise stranden stets neue Grünschnäbel in Virginia City, denen du dieses vermaledeite Loch für gutes Geld verhökern kannst. So, die Silbermine bist du für eine passable Summe losgeworden. Zeit, dieses Geld in ein lukrativeres Unterfangen zu investieren. Und da gibt es eine hervorragende Möglichkeit. Das ganze Erz aus der Mine muss zu den Silbermühlen unten am Fluss befördert werden. Eine Eisenbahn, die den Transport übernimmt, wäre ein vielversprechendes Unterfangen. Ja, das klingt doch gut. So, ich will noch mal kurz auf meine Pferdekutsche hier. Wenn man drüber hovert, kommt eben das Kamerasymbol und dann sind wir direkt da. Zwar nicht direkt auf der Kutsche, aber so ziemlich. Hui! Das sieht dämlich aus. So, einmal weg hier. Folgen müssen wir nicht. So, wir müssen einen Bahnhof bauen. Ein Gebäude. Ein Güterkopfbahnhof. Am besten das Kopfende Richtung Straße, sonst können wir nicht fahren. So, wie ging das nochmal mit dem Rotieren? Mit N und M. Ich dachte, es ging noch feingranularer. Vielleicht ist der zu lang. Man kann zumindest die Länge wählen. Bin ich jetzt komplett? Zugdepot. Modularer Bahnhof. Achso, hier links, hier rechts. Na also, und da snappt er direkt das richtig an. Das ist tückisch. Das erfordert ein paar ganz krumme Kurven. Ist eine Weile her, seitdem ich das Spiel gespielt habe. Deswegen bin ich gerade ein bisschen eingerostet, aber ich finde mich wieder zurecht. Oh je. Da müssen wir, glaube ich, untertunneln. So, wir brauchen auf jeden Fall Gleise und das macht er eigentlich schön automatisch. Wir können natürlich auch elaborierte Brücken ziehen. Die Brücken können wir auch umdesignen, aber das wird viel zu teuer. So, das wäre eine Naturbrücke. Das sieht nicht schön aus. Gut, dann wollen wir mal hier einfach untertunneln. Und 140.000 kostet das nur. Das passt doch, wir haben 99 Millionen. Woher eigentlich? Vor allem im 18., 19. Jahrhundert? Mit der grünen Markierung verbinden. Ich habe das doch mit der grünen Markierung verbunden. Also mit der anderen. Okay. Normalerweise geht das freier im Tutorial-Modus eben. Am Anfang zumindest nicht. So. Wunderbar. Errichte eine Bahnlinie, die das ganze Erz flugs ins Tal transportiert. Neue Linie, also Holz zur Silbermine. So. Linie 2, die transportiert Silber, dann machen wir sie auch Silber.
transportiert Holz, das können wir Holzfarben machen. So ungefähr. So. Dann Silber zu Silbermühle. Wunderbar. Haltestelle hinzufügen. Dann fangen wir doch mal hier an bei unserem schönen Kopfbahnhof. Und hier soll er hin. Eine anständige Eisenbahn verlangt nach einem soliden Bahndepot. Ja, sonst können wir keine Züge kaufen. Das macht also Sinn. Nur im markierten Bereich. Echt was? Nur M und N? Bin etwas... Ah, ein na gut. Wahrlich gelungenes Bauwerk. Dankeschön. Jetzt müsste es nur noch angeschlossen werden. Krümmung zu groß, also Züge können nicht einfach aufs Nachbargleis hüpfen. Nun endlich ist es an der Zeit, eine schöne Lokomotive samt ein paar Waggons zu erwerben. Ja, würde ich auch sagen. So, Fahrzeuge kaufen. Aktuell haben wir leider komplett wenig Auswahl, das wird sich ändern. Vor allem gibt es natürlich auch Züge der Neuzeit, aber gerade nicht in der ersten Kampagnenmission. Also, das war ja wieder dämlich. Wir brauchen nur die unteren Waggons. Wir brauchen gerade keine Personenwagen. So, Kapazität. Wie viel kann er denn? Hier steht, wie viel er kann. Grad ist schlecht, Grad ist schlecht, Grad ist mittelmäßig, 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 mittelmäßig. Gut. Na gut, dann kommen wir mit mittelmäßig klar. Machen wir mal 4 Waggons. Okay, kaufen. Zurzeit nicht genügend Fahrzeuge verfügbar. Das steht im Missionstext. Ich soll nur 3 kaufen. Na gut. Ein stattliches Stahlross. Dankeschön. Zeit, es auf seine Jungfernfahrt zu schicken. Ich gebe mir Mühe. Stimmt, Fahrzeuge, Zug. Einmal Zug auf Linie bringen. Silber zur Silbermühle. Der Erztransport nimmt Fahrt auf. Mit ein bisschen Glück macht er dich reicher als alles Silber von ganz Nevada. Ja, das hoffe ich doch. Sei denn, das Silber hat auch irgendwie jetzt ein Deutschland-Ticket. Dann kostet eine einfache Fahrt nur 49 Euro. Das kann ja nicht angehen hier. Muss ja was verdienen. Und da wird's geladen. Ach, das ging jetzt viel zu schnell. Ist das nicht schön? Oh, für ein Waggon voll hat's gereicht. So ein Mist. Nicht für mehr. Dann mache ich doch gerade. Okay, da steht's nur dran. Und ihr habt's vielleicht schon richtig erkannt, wir haben keine Wendemöglichkeit. Oh, es ist vollbracht. Der erste Zug rollt über die Strecke. Die Menschen lassen alles stehen und liegen, um dein Wunderwerk zu bejubeln. Lass es dir nicht nehmen, selbst mit an Bord zu steigen und freundlich zu winken. Hui. Hui. Huhu. Sehr schön. Und jetzt verfolgen wir den Zug ein bisschen. So, wir haben keine Wendemöglichkeit da unten. Und anstatt, dass der Zug einfach rückwärts fährt, dreht er sich um. Das ist ein bisschen unrealistisch, aber wir könnten Wendeschleifen machen. Oder 2 separate Gleise. Das wird schon alles laufen. Nur falls ihr wollt, dass der nicht sich magisch umdreht, müsst ihr das hier irgendwie dem Spiel noch beibringen. Aber ansonsten ist das eine ganz nette Mechanik. So, dann liefer mal schön ab. Und wie viel Kohle kriege ich? Dank deiner Bahn läuft die Silberverhüttung auf Hochtouren. Mhm. In Carson City steigen mittlerweile allerlei feine Damen und noble Herrschaften ab. Sorge dafür, dass sie sich auf den schlammigen Straßen nicht das gute Schuhwerk ruinieren. Bringe etwas über die Bedürfnisse deiner zukünftigen Passagiere in Erfahrung. Aha. Aktiviere den Layer für Landnutzung. Wo haben sich denn die Layer versteckt? Da oben. Layer. Landnutzung. Hui, hab deine was hinbekommen. Deine Dienstleistungen werden in der ganzen Stadt gleichermaßen benötigt. Okay. Baue je eine Bushaltestelle in den markierten Gebieten. Das kriege ich auch noch hin. So. Gebäude, Bushaltestelle. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine Linie darum. Vielleicht nicht direkt vorm Haus, aber hier so auf der Grenze. Und dann... Na?
Ja, einfach hinters Blumenbeet. Sieht eh nicht so schön aus im Moment. Und hier brauchen wir auch eine. Mach mal die vielleicht wieder auf dem Rückweg, dann kann er irgendwie eine Schleife fahren. Sieh zu, dass deine Kutschen keine Haltestelle auslassen. Na gut, dann müsste man eine neue Linie ziehen. Ah, ist ganz gut, die erste Kampagne, um wirklich reinzukommen. So. Errichte ein Depot, wo die Pferde angespannt und die Kutschen gewartet werden können. Ja, ja, also, das mache ich eigentlich ganz gern außerhalb und das Spiel lässt mich jetzt sogar das bisschen woanders machen. Dann lassen wir es, machen wir es doch einfach hier in der Kurve. Sieht zwar aktuell noch nicht so gut aus da, aber... ein paar Kutschen samt Pferden, damit du loslegen kannst. Na gut, und diesmal wollen wir Personentransport. Wie viel brauche ich? 3 Pferdekutschen, okay. Und die kommen dann alle zur... Ne? Ah, Linie 1. Sehr schön. Habe ich noch nicht umbenannt. Die ersten Passagiere. Na, das hoffe ich doch. Stehen da wirklich schon Leute rum? Da zumindest noch nicht. Na? Wollt ihr in der Pferdekutsche? Oh. Macht gerade damit nur Verlust. Enterprise vermeldet, ein da ist einer. Treibt sein Unwesen in der Umgebung. Laut Augenzeugen sprang es von Baum zu Baum, war mindestens 10 Fuß hoch, ausgestattet mit zottigem schwarzem Pelz und riesigen Füßen. Oh Gott. Frage den Reporter, was es damit auf sich hat. Wo ist denn der Reporter? Nee. Ja, haben wir nur Personen. Reno ist eine Stadt. Zustimmen. Der Reporter, ein gewisser Mr. Clemens, hat dir seine Quelle offenbart. Ein alter Tagedieb namens Sam Hawkins. Er soll im Saloon in Virginia City zu finden sein. Kann sein, dass man ihm 1-2 Gläser Schnaps spendieren muss, bevor er mit der Wahrheit rausrückt. Na, das können wir uns noch leisten. Okay. Wo ist denn der Saloon? Der gute Mann, wo vor kurzer Zeit nichts als ein ödes Provinznest war, gedeiht nun dank deiner Transportdienstleistungen ein prächtiges Städtchen. Im Volksmund nennen sie es gar das Wunder von Carson City. Das ist ja wunderbar. Immer mehr Menschen wollen hier ihr Glück versuchen. Daran sollte man die Leute nicht hindern. Steige ins Passagiergeschäft ein. Deine Fahrkarten werden heiß begehrt sein. Sorge dafür, dass der Rest der Welt endlich Anschluss an das boomende Städtchen von Carson City findet. Na gut, ich will aber erstmal dem Hinweis folgen. Finde den nächsten Hinweis. Nahe der Ponderosa Ranch. Wo ist denn die Ranch? Das ist Virginia Wald. Ah, hier wahrscheinlich. Ja, sieht ranchig aus. Der alte Cartwright und seine Söhne waren nicht eben begeistert von deinem Besuch auf der Ponderosa Ranch. Offenbar bist du nicht der Erste, der sich an die Fersen des Ungeheuers heftet. Dutzende hätten ihr Land belagert, sagt der Rancher. Doch gerade als er sie habe verjagen wollen, seien sie mit einer aktuellen Zeitung in der Hand in Richtung Lake Tahoe davongeeilt. An sie zu finden kann ja nicht so schwer sein. Der ist er ja. Der Territorial Enterprise vermeldet, der wilde Mann ist tot. Sein Leichnam wurde den Wassern des Lake Tahoe übergeben, wo er auf 200 Meter Tiefe sinken, bewegungslos in einen Eisblock eingeschlossen und aufgrund des hohen Drucks auf die Größe eines Kleinkinds schrumpfen wird. Nun ja, da lässt sich wohl nichts machen. Hier? Schade, ich dachte, wir sehen so eine riesen Miezekatze jetzt als Scherz. Na gut, große Gaudi. Oh, es ist vollbracht. Der erste Zug rollt über die Strecke. Da waren wir schon drin. Applaus, Applaus! Okay, hat nicht gezählt. So, wo ist denn gerade unser Zug? Den müsste man eigentlich sehen, relativ gut sogar. Und rein mit uns. Hurra! Der Jubel will nicht enden. Und das ja. Ist alles dein Verdienst. Mit WASD können wir uns tatsächlich umpositionieren. Das ist schön praktisch. Da können wir auch tatsächlich hier fahren. Na gut, das reicht für heute. Dann machen wir mal weiter. Wir haben Mitfahrt genießen, haben wir gemacht. Cockpit-Kamera.
Habe ich das nicht schon gemacht? Hurra. Okay. Städte verbinden. Was war's? Carson City und Reno. Das kriege ich noch hin. So, da brauchen wir einen Bahnhof. Kopfbahnhof darf ausreichen. So, schön wieder platzieren. Sieht zwar ein bisschen scheiße aus. Ah, Kopfbahnhof für Passagiere. Na, dann hätte ich den auswählen müssen. Das ist natürlich verständlich. So, schön mit der Straße verbinden. Den müssen wir auf der anderen Seite natürlich auch machen. Oh, da ist schon einer. Na gut, dann können wir ein bisschen freizügig jetzt Gleise legen, so wie wir wollen. Ich mache das bei Straßen zumindest gern so, dass ich hier ab und zu so Kurven mache. Dann wirken die natürlicher als nur eine gerade Linie. Ja, bei Zuglinien ist es jetzt ein bisschen egal. Wir schauen einfach, dass wir ja immer absetzen und so weiter und in die andere Richtung klappt. Wir können natürlich auch, müssen es nicht in die andere Richtung machen, sondern wir können auch, je nachdem, hier eine Schleife bauen, aber das ist dämlich, deswegen lassen wir das. Aber man kann relativ viel damit machen. Die Zugstrecke sieht jetzt ziemlich scheiße aus, weil ich was demonstrieren wollte und nicht, weil ich unfähig bin. Wollte ich nur klarstellen. Ein bisschen Unfähigkeit ist dabei, so. Müssen ja hier nicht ewig verbraten, nur mit dem Schienen ziehen. So, macht man das vielleicht so schön rum und dann noch eine Kurve. So, ist das nicht schön. Eine Zugkomposition, die das Volk aus aller Welt nach Carson City bringt. Eine Zugkomposition kommt sofort. Ein Zugdepot. So, das setzt man am besten. Ja, das passt hier. Ziehen wir noch ein Gleis. Darf ja nicht zu steil sein. Wunderbar. Nein, das will ich nicht abreißen. Ich will doch da nur einen Zug, bitte. Ja, Personenwagen. Ich weiß nicht, wie viel. Wir nehmen mal 2 Stück. So viele Leute werden da sicher nicht sein. Gut, dem müssen wir eine Linie zuweisen, aber wir müssen erstmal die Linie machen. Carson City, Reno. Wunderbar. Und jetzt dem den Zug da bitte zuweisen. Bitte an die Linie 2. Und jetzt sollte er da raustuckern. Ich hab das doch gemacht, okay. 3 Waggons für Passagiere. Mensch, wieso? Ab ins Depot mit dir. So, der sollte jetzt ins Depot gehen, wenn ich es richtig gemacht habe. Ja. Ha, ich hab's leider eingeklappt gehabt und ich hätte es mir denken können. So, das muss ich irgendwie editieren können. Da, gewähltes Fahrzeug ändern. Ja, gut. Zeit, die Linie von Reno in die Silberstadt Carson City zu eröffnen. Oh, habe ich das schon gemacht? Okay, muss ich wahrscheinlich nochmal machen. Dann lösche ich Linie 2. Und dann mache ich einfach die Linie. Oben in Glenbrook gibt es Feuerholz, das die Dampfmaschinen in den Silberhütten so richtig schön zum Schnaufen bringt. Aber Vorsicht! Dass dir nur die Cartwrights von der Ponderosa Ranch nicht über den Weg laufen. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Ja, das glaube ich auch so. Und jetzt müssen wir noch die Fahrzeuge zuweisen. Können natürlich hier auch nach Zügen filtern. Und Linie 2. Es geht los. Alle Welt drängt darauf, mit deiner schönen Bahn zu fahren. Ja, das will ich doch hoffen. Hat mich ein Vermögen gekostet hier. Stehen auch noch gar keine Leute rum. Das wird eine Leerfahrt. 0 von 42 Leuten. Oh je, oh je. Das kommt mit der Zeit, wird es hoffentlich mehr. Aber aktuell sieht es nicht gut aus. Na gut, was haben wir denn noch? Passagiere transportieren. Ja gut, das läuft jetzt weiter. So, nochmal an die Ponderosa Ranch. Da bist du den Cartwright-Jungs gerade noch entwischt. Jetzt so schnell wie möglich eine ordentliche Ladung Baumstämme ins Tal schaffen, bevor die Rancher wiederkommen. Ja, liefere Baumstämme von der Ranch zur Holzanlieferung. So, da brauche ich aber ein Depot für, damit sie es hier lagern, beziehungsweise so eine LKW-Station muss damit verbunden werden.
Und dann sieht man schon, dass es so weiß umrandet ist, dass es dafür zielt. Wenn wir es hier zu weit weg machen, zielt es eben nicht mehr dazu. So, irgendwie kann man auch fein rotieren. Ich krieg's gerade noch nicht hin. So, die sind jetzt verbunden. Und zur Holzanlieferung wahrscheinlich hier unten. Bin ich blöd? Produktion Holz. Von der Ranch zur Holzanlieferung. Und wo ist die Holzanlieferung? Was braucht Holz? Klappt man das mal aus? Ich schätze, hier brauchen wir Hochofenbefeuerung. Ja, das sieht richtig aus. Na gut, wir haben hier noch ein Straßendepot, das hilft. Dann machen wir erstmal hier eine neue Linie. Wird so langsam unübersichtlich, wenn ich die nicht benenne. So, von da nach da. Ne? Muss ich hier erst eine Station bauen? Ich dachte, das wäre schon da. So, ist egal, dann machen wir hier, entweder wir können hier eine LKW-Station auch hinmachen, ist auch damit verbunden, oder wir machen einfach eine Entladestelle. Das wird auch klappen, können wir direkt hier machen, dann müssten sie es nicht so weit tragen. Nee, Quatsch, tragen müssen die hier nichts, aber ist vielleicht doch realistischer. Was auch immer das zu bedeuten hat. So, Linie 3 würde ich gerne noch erweitern, Haltestelle hinzufügen. Dann wählen wir die hier aus. Wunderschön. Sehen wir sie auch. Und jetzt müssen wir da Fahrzeuge für kaufen. Fahrzeuge wählen. Dann nehmen wir wieder hier. Wie viel Cheater? Brauche ich 3? Brauche ich 4? Ist egal. Gut, Fahrzeuge kaufen. So, machen wir mal, keine Ahnung, 5 Stück, obwohl das eine Entfernung. Wir können auch 10 kaufen, wir haben das Geld. Kaufen. Und die können wir jetzt ganz entspannt Linie 3 zuweisen. Das wird ein Gewusel gleich geben. Und hier sollten die eigentlich, ja, haben sie schon schönes Holz gestapelt. Ich glaube, 10 war der Overkill. Also sieht es im Early Game manchmal aus, dass man einfach hunderte Pferdekutschen auf so einem Weg hat. Ist ein bisschen, ja, mir gefällt es eigentlich sehr gut. So, Ponderosa Ranch, ungeheures Untier, Ernüchterung. Okay, hier Baumstämme. Ich glaube, da müssen wir einfach warten. Hey, wir haben eine Person schon transportiert, aber jetzt warten hier eine ganze Menge. Die wissen wohl, dass ich zuverlässig bin. Unpünktlicher als die Deutsche Bahn. Na, also da warten 23 Stück. Und wie viele sind gerade im Zug? 6 Stück. Also Carson City steigen nicht viele ein, aber da wollen viele hin. Zumindest von Reno. Weiß zwar nicht warum. Was gibt's in Carson City? So, steigt schön ein, meine Leute. 24 von 42. Also, Platz wäre da noch deutlich nach oben. Und wie viel warten hier schon? 12 Personen. Na gut. Das dauert dann noch ein bisschen. Und wie läuft es denn bei meiner Holzanlieferung? Seid ihr schon wieder auf dem Weg? Die spacen sich auch, also die halten irgendwie Abstand zueinander. Das wird ein bisschen berechnet, das ist ganz praktisch. Das heißt, wir können einfach ein Rudel losschicken und die Zeit, wenn alles optimal läuft, zwischen denen ist ungefähr gleich verteilt. Dann könnte man praktisch einen kontinuierlichen Strom an Produkten haben, wenn man das dann haben möchte. So, ich glaube, wir könnten hier tatsächlich noch ein paar Pferdekutschen mehr anheuern. Ah, schauen wir mal. Die erste ist da. Die sollte ja gleich ankommen. Aktuell mache ich aber, glaube ich, miese. Ist aber nicht schwer, in dem Spiel Geld zu verdienen. Da braucht man nur eine erfolgreiche Linie und die kann vieles, vieles bezahlen. Und eigentlich ist so gut wie jede Linie profitabel. Dank der Lieferung läuft die Silberverarbeitung auf Hochtouren. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Also mir gefällt das Spiel in seiner Grundversion schon ziemlich gut. Etliche Mods heben aber meine Meinung zum Spiel nochmal deutlich an. Das Spiel bietet auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, etwaige Transportfantasien, die man so hat, auszuleben. Und das eben per Straßen, Schiene, Wasser und per Luft. Was haltet ihr denn so vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll.
Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.